Grüß Gott, ich bin Oliver von der Überlebensschule und ich darf euch da jetzt kurz vorführen, wie der Ötzi das damals gehandhabt hat mit dem Feuer. Der Feuerstein, den der Ötzi da mitgehabt hat, der ist einfach nur hart genug, um mir diese Eisen-Schwefelpartikel rauszuhauen. Ich werde es jetzt dann da gleich versuchen. Vielleicht, wenn man ganz genau schaut, dann sieht man einen oder anderen Funken fliegen, da irgendwas im Feuer dreht. So, wie man sieht, haben wir den Funken jetzt aufgefangen. Bravo. Ötzi ist ja eine der bekanntesten Mumien der Welt und ich bin froh, dass wir in Ötztal diese Ötzidorf eingerichtet haben, weil wenn er schon den Namen des Tales trägt, dann ist es natürlich auch interessant für Besucher, für Touristen hierher zu kommen und nachdem ja die Originalmumie in Bozen liegt, haben wir uns entschlossen, hier unter wissenschaftlicher Begleitung ein Jungsteinzeitdorf zu richten, damit die Menschen sehen, wie man in der Jungsteinzeit gelebt hat. 8 Uhr früh, 24. und da war dann Professor Spindler zugegen und hat ihn in die Gerichtsmedizin hinüber gebeten und dann hat er eben dieses bombastische Ergebnis dann mehr oder weniger mitgeteilt, dass es sich hier auf alle Fälle um eine prähistorische Leiche handelt, die mindestens 4000 Jahre alt ist, wenn nicht älter, so hat er sich eben ausgedrückt. Und dass sie dann wirklich noch einmal älter geworden ist, dann haben die C14-Daten in der Folge bestätigt. Mehr darüber lesen Sie in Ihren nächsten Bezirksblättern und auf www.meinbezirk.at.